Ich habe mich letztens auf der Autobahn extrem über die Toiletten von Sanifair geärgert. Also weniger über die Toilette, sondern über die Tatsache, dass ich dafür Geld bezahlen muss. Und überhaupt, die Preise an der Tankstelle und das ganze Geschäftsmodell von Tank und Rast ist eine einzige Abzocke. Aber als ich dann wieder unterwegs war, habe ich gedacht, dass das doch eigentlich der perfekte Stoff für ein neues Video sein könnte. Nur gibt's halt schon ein ziemlich gutes Video von den Spacefox, in dem die meisten Probleme von Tank und Rast ganz gut beschrieben werden. Nur hat dieses Video leider einen kleinen Blindspot. Also es ist wirklich so ein kompliziertes Investoren-Wirtschafts-Finance-Shit-Zeug. Ich werde deshalb diese Lücke schließen und mal erklären, mit welchen Tricks die privaten Investoren von Tank und Rast den Staat melken und damit uns ja irgendwie alle. Denn so kompliziert, wie Rick und Steve glauben, ist das Ganze gar nicht. Willkommen bei Wahn und Sinn. Mein Name ist Johannes und hier geht's immer um Wirtschaft. Ich habe früher mal eine Ausbildung zum Banker gemacht, nur um dann relativ schnell zu merken, dass ich damit eher Teil des Problems als Teil der Lösung bin. Deshalb mache ich inzwischen hier Videos. Denn ich glaube, wenn erstmal mehr Menschen verstanden haben, wie Wirtschaft funktioniert, gibt es die Chance, dass sich daran auch irgendwann was ändert. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert einfach den Kanal, aktiviert die kleine Glocke und ihr werdet benachrichtigt, wann immer ein neues Video online geht. Für alle, die das Video von den Spacefox noch nicht kennen, kommt jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung. Tank und Rast ist ein ehemaliges Staatsunternehmen, was in Deutschland so ziemlich alle Autobahnraststätten besitzt. Damit sind sie quasi Monopolist. Und weil wir keine Alternative haben, können sie die vollkommen überzogenen Preise für Toiletten und für alles andere einfach so durchsetzen. Und nicht mal die Angestellten haben davon irgendwas, denn die werden bei Tank und Rast richtig mies bezahlt. Das alles wird von unserer Politik toleriert, denn es scheint da Interessenskonflikte zu geben. Das auch damit zu tun haben könnte, dass unser Verkehrsminister Andreas Scheuer dem Unternehmen Tank und Rast näher steht, als er es unbedingt sollte. Wenn ihr jetzt das Video von den Spacefox sehen wollt, dann klickt entweder auch oben in die Ecke oder schaut unten in die Infobox. Da habe ich außerdem nochmal alle anderen Quellen verlinkt und das lohnt sich diesmal ganz besonders. Jetzt aber erstmal zum kompliziertes Investoren-Wirtschafts-Finance-Shit-Zeug. Der Staat hat 1997 Tank und Rast an ein Konsortium, also an einen Zusammenschluss von der Allianz und der Lufthansa verkauft. Unter deren Führung wurde dann das Konzept Sanifair entwickelt, was dafür sorgt, dass wir fürs Toilette benutzen Geld bezahlen, aber auch dafür, dass Tank und Rast richtig Geld verdient. Das Konsortium hat dann Tank und Rast weiterverkauft, und zwar an Terra Firma. Dieses Private Equity Unternehmen wurde von Guy Hans gegründet, der vorher bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Der ist dafür bekannt, dass er Unternehmen kauft, ausnimmt und dann weiterverkauft, und zwar mit richtig viel Gewinn. Um zu verstehen, wie das geht, muss man eine ungefähre Vorstellung davon haben, was eine Bilanz ist. Denn das ist das Kernstück der unternehmerischen Buchführung und damit für diese Masche extrem wichtig. Also, kurzer Crashkurs. In einer Bilanz sind immer Aktiva und Passiva gegenübergestellt. Unter Aktiva werden alle Vermögenswerte von einem Unternehmen aufgelistet. Da steht quasi, was alles Unternehmen besitzen und wie viel es wert ist. Dazu gehören dann zum Beispiel Immobilien, Maschinen, andere Unternehmen, Lizenzen, Patente, aber auch sowas Profanes wie Geld auf dem Konto oder in bar in der Kasse. Halt einfach alles, was einem Unternehmen gehört. Auf der anderen Seite der Bilanz, genannt Passiva, geht es darum, wo das Kapital von einem Unternehmen herkommt. Das ist meistens einerseits Fremdkapital, also zum Beispiel Kredite von einer Bank oder von einem anderen Unternehmen, aber natürlich auch immer Eigenkapital. Je mehr Eigenkapital ein Unternehmen im Verhältnis zum Gesamtkapital hat, also je höher die Eigenkapitalquote ist, desto besser ist es für ein Unternehmen, weil es heißt, dass es sich aus eigenen Mitteln finanzieren kann. So wie es der Name schon andeutet, ist so eine Bilanz grundsätzlich ausgeglichen. Das heißt, die Bilanzsumme ist auf beiden Seiten die gleiche. Wenn auf der einen Seite was dazukommt, dann muss es logischerweise auch einen Gegenpart auf der anderen Seite geben. Einfach nur, weil wir gerade dabei sind und weil es so verdammt oft nicht verstanden wird. Das Geld ist natürlich trotzdem nur einmal da. Die Aktiv- und die Passivseite sind quasi zwei Seiten der gleichen Medaille. Und mit diesem ganzen Vorwissen gucken wir uns jetzt nochmal die Masche von Terra Firma an. Denn dieses Unternehmen hat Tank und Rast im Jahr 2004 für 1,1 Milliarden Euro gekauft. Und zwar größtenteils auf Pump. Im nächsten Schritt hat Terra Firma dann als Alleineigentümerin Tank und Rast gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, und zwar in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Das erhöht auf der Passivseite das Fremdkapital und auf der Aktivseite sorgt es kurzzeitig dafür, dass Geld auf einem Konto liegt. Insgesamt erhöht sich dadurch die Bilanzsumme. Anstatt das Geld aus dem Kredit jetzt aber irgendwie zu investieren, also zum Beispiel neue Autobahnreststätten zu sanieren oder zu bauen oder irgendwas zu tun, haben sie das Geld einfach komplett an die Eigentümerin, also an Terra Firma, ausgeschüttet. Durch diese Aktion wird auf einen Schlag das Eigenkapital von Tank und Rast um genau den Betrag vom Kredit reduziert. Das nennt man dann im Bankersprech Rekapitalisierung, was aber eigentlich nichts anderes heißt, als dass die Passivseite einer Bilanz
umstrukturiert wird. Und weil jetzt aus Eigenkapital Fremdkapital wurde, ist Tank und Rast gezwungen, ab jetzt Zinsen zu zahlen für diese neuen Kredite. Nach dieser ganzen Aktion hat Terrafirma 50% von Tank und Rast übrigens an einen Fonds der Deutschen Bank weiterverkauft. Und zwar zum Kaufpreis von 1,2 Milliarden Euro. Also, nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Die haben die Hälfte von dem Unternehmen weiterverkauft, was sie eben gerade ausgenommen haben, und haben dafür mehr bekommen, als sie für das ganze Unternehmen ursprünglich bezahlt haben. Klingt nach einem guten Deal. Also, Terrafirma ist raus und hat sehr viel Geld verdient. Also, verdient. Tank und Rast bleibt zurück und hat eine miserable Eigenkapitalquote. Dass sie überhaupt noch weiter Kredite von Banken bekommen, liegt hauptsächlich daran, dass sie ein staatlich geduldetes Monopol haben und damit sehr langfristig sehr sichere Einnahmen. Außerdem zahlt unsere Bundesregierung im Jahr ungefähr 100 Millionen Euro für den Ausbau und den Erhalt von Parkplätzen an Autobahnen. Und davon profitiert dann natürlich auch Tank und Rast, die genau da ihre Filialen haben. Es ist also immer noch ein ziemlich solides Geschäftsmodell. Nur halt auf Kosten der Allgemeinheit. Seit 2015 gehört Tank und Rast einem neuen Konsortium. Da ist zwar auch wieder die Allianz dabei, diesmal aber in Kombination mit einer Tochter der Münchner Rück- und der Ergo-Versicherung, einem kanadischen Pensionsfonds und dem arabischen Emirat Abu Dhabi. Hab ich mir auch nicht ausgedacht. Diese Gruppe hat den Laden komplett, also inklusive der Schulden, übernommen und dafür 3,5 Milliarden Euro bezahlt. Seitdem werden laufend Erträge ausgeschüttet, die hauptsächlich dadurch zustande kommen, dass bei Tank und Rast einfach alles überteuert ist und Pinkeln 70 Cent kostet. Oder bald 1 Euro. Oder bald 1,50. Gibt ja keine Konkurrenz. Insgesamt zeigt diese Geschichte ganz gut, was passieren kann, wenn staatliche Infrastruktur, die wir eigentlich alle benutzen müssen, privatisiert wird. Denn sobald das einmal passiert ist, geht es nicht mehr um irgendwas anderes als den Gewinn der Eigentümer. Langfristig kann das eben auch dazu führen, dass kanadische Pensionäre, Versicherte der Ergo und der Scheich von Abu Dhabi indirekt von unserer Pinkelpause verdienen und gleichzeitig Tank und Rast immer noch Zinsen bezahlt für eine Auszahlung, die vor 15 Jahren an ein britisches Investmentunternehmen mit Sitz in einer Steueroase bezahlt wird. What? Wenn ihr mich fragt, das ist alles komplett bescheuert, aber irgendwie auch logische Konsequenz. Denn wenn ein Unternehmen erstmal privatisiert ist, dann geht es halt ausschließlich darum, möglichst viel Gewinn für die Eigentümer zu generieren. Deshalb sollten wir aus meiner Sicht kritisch bleiben, wenn irgendjemand kommt und vorschlägt, dieses oder jenes zu privatisieren, weil es der Markt angeblich so viel besser regelt. Einfach mal die Frage stellen, wer soll eigentlich daran verdienen? Wenn ihr häufiger checken wollt, wie solche Tricks der Wirtschaft funktionieren oder wie Wirtschaft generell funktioniert, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wann immer ein neues Video online geht. Solange ihr darauf wartet, könnt ihr einfach hier weiterschauen, zum Beispiel da oder da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.